Fokussiert, agil, talentiert. Der Weltklasse-Nationalspieler Luca Marziali bringt die Wasserfreunde Spandau 04 nach ganz oben. Erst diese Saison ist er nach Berlin gekommen, doch seine Leistungen können sich wirklich sehen lassen, denn die Spandauer haben mit ihrem Neuzugang bereits im Dezember 2022 den Supercup gewonnen. Unterstützt die Jüngeren, aber ist auch gleichzeitig ein sehr Führungsspieler, ein sehr guter Führungsspieler. Und dazu kommt noch seine Qualitäten im Wasser, die sehr, sehr gut sind. Der Italiener hat sich in den vergangenen Monaten gut in sein neues Team integriert und ist sehr glücklich bei den Spandauern. Das Team spielt auf einem hohen Niveau, jeder meint es ernst. Das ist ein gutes Umfeld, um zu wachsen. Luca Marziali ist außerdem für den Settebello aktiv und hat mit seinem italienischen Team bei den World Championships in Budapest 2022 Silber gewonnen. Der vergangene Sommer war wunderbar. Ich bin dem Nationalteam beigetreten und habe es bei den World Championships ins Finale geschafft. Das war der beste Moment. Doch der Wasserballer lässt es auch gerne mal etwas ruhiger angehen. Oft schlendert er mit seiner Frau und seiner Tochter durch den Schlosspark Britz, der ganz in der Nähe seiner Wohnung liegt. Ich verbringe die meiste Zeit im Becken, aber in meiner Freizeit komme ich hier mit meiner Familie her. Wir schauen uns um, gehen spazieren und ich spiele hier mit meiner Tochter. Der stolze Papa ist sehr froh darüber, dass seine Familie mit ihm in Berlin ist, denn ohne sie wäre er nicht so weit gekommen. Meine Familie ist mein größter Unterstützer und ohne sie wäre alles viel schwieriger. Sein Lieblingsplatz ist und bleibt jedoch das Becken. Für die Wasserfreunde Spandau 04 spielt er im Center und gemeinsam können sie diesen Samstag gegen den SV Ludwigsburg als eingespieltes Team ordentlich punkten. Dem Italiener gelingt im letzten Viertel das 17:6 und am Ende kann die Mannschaft das erste Spiel des Jahres mit 22:7 für sich entscheiden. Also das Spiel am Anfang war es ein bisschen enger, aber dadurch, dass wir dann mit starken Centeraktionen sowie auch von Luca Marziali gepunktet haben und auch das Spiel gut aufbauen konnten, haben wir dann zum Ende hin das Spiel noch gut gewonnen. Für sein Team gibt Luca Marziali alles, sowohl im Becken als auch außerhalb. Er bringt gute Stimmung mit und trainiert echt hart. Er bringt uns immer zu guten Pizzerien und er und seine Frau machen sehr gute Lasagne und Tiramisu. Das ist für uns alle gut. Tiramisu, so that's good for us all. Wir hoffen auf viele weitere erfolgreiche Spiele der Wasserfreunde Spandau 04 mit ihrem in vielen Bereichen talentierten Weltklasse-Nationalspieler Luca Marziali.